Herzlich willkommen hier wieder zu einer neuen Rennstrecke. Wir stehen beim Jorvik-Stall bei Barbara und hier gucken wir uns heute die Elite-Strecke des Jorvik-Stalls an. Um die reiten zu können, braucht ihr eine bestimmte Rufstufe hier beim Jorvik-Stall. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, welche das ist. Auf jeden Fall habt ihr die sehr schnell erreicht. Also das ist einfach nur durch ein paar Dailies habt ihr das ganz fix, beziehungsweise durch das andere Rennen, was ihr schon vorher habt. So, hier reiten wir jetzt gleich direkt eng rechts rum, aber passt auf, in diesem Durchgang hier steht ein Hindernis. Da solltet ihr nicht zu eng rumreiten, ansonsten passiert es leicht, dass das Pferd nicht abspringt. Das scheint irgendwie ein Bug zu sein. Ja, hier solltet ihr etwas später abspringen, als ich es gerade getan habe. Hier reiten wir eng links um die Kurve rum und reiten so ein bisschen nach rechts, um hier die Kurve nehmen zu können. Wir halten uns jetzt die ganze Zeit so ein bisschen mehr auf der Innenlinie. Hier auch über den hohen Sprung drüber. Und jetzt kommen hier so ein paar Hindernisse aufgereiht, wie so eine Barrierenspringprüfung. Hier halten wir uns eher ein bisschen links, damit wir hier über diese Fässer drüber kommen. Hier jetzt diagonal drüber springen. Zwischen diesen Wagen lang. Jetzt hier hinten gleich über die Heuballen. Und dann bekommen wir schon die nächste Möglichkeit abzukürzen. Normal geht die Strecke hier hinten rum. Den langen Weg nehmen wir natürlich nicht. Wir springen hier den direkten Weg über den Zaun drüber. Hier könnt ihr auch ein bisschen abkürzen, indem ihr nicht springt. Und nochmal über die Blumentöpfe drüber. Und jetzt haben wir es schon fast geschafft. Hier nochmal eng rechts rum. Aber Achtung, dass ihr nicht an diesem Wagen hängen bleibt. Und dann sind wir auch schon durch hier. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar nützliche Tipps mit auf den Weg geben und dann sehen wir uns übermorgen zu einer weiteren Rennstrecke.